Loyal Ademilchip again. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück Ja, zu Leisure Suit Larry. So hallo. sollte der Anfang diesmal nicht laufen, denn ich habe eigentlich noch meine Flasche in der Hand und wollte was trinken. Aber der neue Ladebildschirm, den wollte ich euch nicht vorenthalten. Also einen Moment bitte, ich trinke. Nom, nom, nom. So, ich würde sagen, wir machen einfach flugs weiter, denn ich möchte langsam dieses Spiel beendet haben und ich denke, ich bin schon ziemlich am Ende, denn langsam bleiben keine Viper mehr über. So, dann wollen wir mal gucken, was sie jetzt möchte von uns. Larry, wir müssen Leopold mindestens eine Stunde am Tag vom Masturbieren ablenken. Lass ihn raus und zeig ihm ein paar Aktivitäten. Okay, zeigt den Affen, was Spaß heißt. Zieh weit genug zurück, um ihn auszuholen und drück dann weit genug vorwärts, um zu werfen. Achte auch, dass du schön gerade wirfst. Quartern mit Leopold, alles klar. Wollen wir das mal versuchen? Bam! So läuft das. Fängt ja super an, direkt am Quartern. Aber der Affe ist gut. Das finde ich nicht gut. Weil ich glaube, ich vertrage wieder weniger als er. Es ist eigentlich ein einfaches Spiel. Wir spielen gerade Quarter mit einem Affe. Ich komme nicht drüber hinweg, ey. Och, danke schön. So. Ich will auch in echt quartern können. Aber in echt ist das bei weitem nicht so einfach. Leider. Schöne Rückhand. Und der letzte. Bom! So spielt man. Trink auf mich. Was, immer noch nicht fertig? Dieser kleine Fitzel da oben, der da fehlt am Kopf. Hallo? Wie übertrieben, ey. Machen wir den halt auch noch weg da. Sauf, mein Junge, sauf. Ja, mecker ruhig. Gewonnen haben wir trotzdem. Sehr schön. Wir haben fünf geheime Marken dazu bekommen. Sehr schön. Weiß zwar immer noch nicht, wofür ich die haben soll, aber ich werde mir dann gleich mal alle Ladebildschirme und was weiß ich was kaufen, die ich noch finde mit Geheimmarken. Und ich will jetzt erstmal pissen. So. Lass mich da durch. Nein, nicht da. So, mach dich halt ganz leer oder auch nicht. So, wir müssen wahrscheinlich wieder mit ihr reden. Wow, klug zu sein ist der ganze Scheiß, ist echt was? Klug zu sein und der ganze Scheiß ist echt Schwerstarbeit. Vielleicht ist jetzt eine gute Möglichkeit, um mit ihr zu reden. Und er wichst schon wieder. Hallo Larry, und wie kommen du und Leopold miteinander aus? Ganz gut, glaube ich. Er wichst da. Das ist toll. Ganz toll. Oh, entschuldige bitte. Da ist ein Anruf von meinem Mann. Hallo, Schatz. Was? Mit der? Nein! Das kannst du mir nicht antun! Ich hoffe, ein Gorilla schiebt dir seine Faust in den Arsch, du Mistkerl! Puh, dem haben sie es aber gegeben. Männer, was müssen wir noch alles tun, um euch zu gefallen? Tja, ich habe immer gerne Erdbeersoße obendrauf. Larry, hör zu. Ich habe 9 lange Jahre in diese Beziehung investiert. Und dieser Hurensohn verlässt mich für eine fette Schlampe, die in dem Schuhladen arbeitet. Ich bin 36 Jahre alt. Ich will ein Kind, Larry. Ein Kind. Tja, das ist wohl mein Zeichen. Lieber Gott. Meine Zeit ist gekommen. Sie ist sensibel, unverletzlich. Jetzt werden die Früchte und Blumen der Liebe reifen und erblühen. Sie soll meine Braut sein. Was war das, Professor Rogensinito? Oh nein, der Junge versteht mich. Versteht was? Dreh dich um, du Trottel. Guck mich an. Woher kommt diese Stimme? Du wirst sie nie haben. 5 Jahre habe ich gewartet. Ihr Erdbeermund, ihre Augen wie Blumen mit Tau überzogen. Waren, die mit Nelken wetteifern,
Die Musik, die aus ihrem Munde klingt. Oh, wie sie mein Herz schlagen lässt. Du liebst sie ja wirklich, stimmt's? Ich will die Leidenschaft dieser wunderschönen Frau wecken. Die verborgenen Geheimnisse ihres Körpers entdecken. Oh, sie wird vor mir auf dem Boden knien und meine majestätische, steife Dampframme in ihre festen Hände nehmen und sie dann streicheln und streicheln, bis mir eine Ladung heißen, schaumigen Samens entweicht. Wie geht? Das klingt ja ekelhaft. Aber ernsthaft, ich glaube nicht, dass sie auf sowas steht. Ah, ihr jungen Böcke seid so voller Burger, Bier und Lust. Was wisst ihr schon von Liebe? Lass dir von einem Experten einen Tipp geben. Beziehungen zwischen Mensch und Tier funktionieren nie. Am Ende hast du bloß einen Kopf voller Läuse und die Krätze. Ja, ja, du hast recht, alter Junge. Liebe ist immer ein furchtbarer Schmerz. Aber vielleicht kannst du mir helfen, meine Liebe Ausdruck zu verleihen. Zusammen sind wir ein starker, romantischer Held. Was sagst du? Gefällt mir. Ja, ja. Befreie mich und wir werden trinken und heiter sein zur Feier unserer neuen Freundschaft. Cool. Wir haben einen Affen zum Freund. Yay. Und schon wieder 5 geile Marken bekommen. Larry, mein Junge, du siehst aus, als wärst du ein Leckermäulchen, richtig? Ich liebe Bonbons. Mit Recht. Bonbons sind lecker, klebrig und süß. Hättest du nicht jetzt gerne ein Bonbon? Oh Mann, sehr gerne. Junge, hast du ein Glück. Hinter dir steht ein Bonbonautomat, da hinten in der Ecke. Diese Maschine? Ja, sehr gut. Jetzt sei ein braver Junge und drücke die Taste. Welche Taste? Auf dem verdammten Ding ist nur eine Taste. Drück sie! Okay, das ist einfach zu abgedreht. Junge, ich sag's dir, hör sofort auf. Ja, oh ja. Hör auf, hör sofort auf, hab ich gesagt. Larry, du regst ihn nur auf. Ich versuche Leopold bei autoerotischen Aktivitäten zu ermutigen. Sie sind ganz normal bei einem Affen seines Alters und Gewichts. Oh, ah, Professor Robensenito. Natürlich, meine Liebe, es tut mir leid. Ne, diese Affen, die sind dumm wie Trockenbrot. Die wissen es halt nicht besser. Sein Hintern ist doch ziemlich geschwollen, oder? Ich glaube, ich sollte einen, wie nennen das die Menschen, Cheeseburger probieren. Larry, was tust du hier? Ja, wir Menschen sind sicherlich die Krönung der Schöpfung. Professor Robensenito, ich bin's, Larry, ich bin im Käfig. Oh, Beatrice, wir stehlen uns in mein Königreich, das mitten im Dschungel liegt. Zwischen blühenden Reben und hochaufragenden Mangroven. Professor Robensenito, Sie müssen mir helfen. Aktivieren Sie die Gehirnaustauschmaschine. Und des Vormittags, wenn die Sonne hell erstrahlt, werde ich meine Königin lausen, mit sanften Fingern entdecken und jede Zecke und jeden Parasit entfernen. Larry, wovon zum Teufel redest du da? Professor, können Sie mich verstehen? Sie sind in großer Gefahr. Der Affe hat Kontrolle über meinen Körper. Er benutzt ihn um... Du sei still. Damit wirst du nie durchkommen, Affe. Oh... Aber es scheint so, als wäre ich es bereits, oder? Du hältst jetzt deinen Mund. Oder ich muss dir eine gehörige Tracht Prügel verpassen. Larry, reg ihn nicht auf. Er ist ein unschuldiger Primat. Unschuldig? Glauben Sie, er hat noch nie Verlangen verspürt? Oder Leidenschaft? Glauben Sie, er hat sie noch nie sehnsüchtig angeschaut und wollte nichts sehnlicher, als einen steifen Pfeil in ihren überhitzten, cremigen Köcher zu stopfen? Das lief ziemlich gut, ey. Obwohl es zwischendurch geleckt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber es hat auch beim ersten Mal gerade geleckt. Und ich hoffe, das sieht man jetzt nicht so in der Aufnahme. Ich weiß nicht, woher das jetzt gerade kommt.
Bei dieser Version von Flockhorn bewegst du Affen Larrys Hände rauf und runter und hältst den Ball im Spiel. Jeder Treffer bringt mehr Druck auf die Banane, die auf die Hirnaustauschmaschine geschossen wird. Ein Glück, dass dieser Affe trainiert hat. Dann wollen wir es mal ausprobieren, wa? Oh, wow, das fängt ja geil an. Ich muss mich wieder konzentrieren. Tut mir leid, oh Gott. Nein. Sonst schaffe ich das immer beim ersten Mal und jetzt auf einmal nicht. Wenn du jetzt verlierst, bist du auf ewig zu einem Leben als Primat verdammt. So verlockend sich das auch anhören mag. Du musst gewinnen oder kneifen, damit es weitergeht. Du schaffst es. Ich bin jetzt still. Ja! Gott! Oh, ich habe mich gerade nur so ernst konzentriert, dass ich das nicht verliere. Meine Fresse, ey. Nein, ich war es nicht. Er war es, ich schwöre. Er hat durch mich gesprochen. Leopold? Leopold frisst seine eigenen Exkremente, Larry. Das einzige Mal, dass er aufhört zu masturbieren, ist zum Frühstück. Und sogar dann. Ja, dies ist wohl wahr. Nein, die Gehirnaustauschmaschine. Sie hat unsere Identitäten vertauscht. Sein Gehirn war in meinem Körper und meins in seinem. Der Bastard hat mich reingelegt. Gehirnaustauschmaschine? Was für eine Gehirnaustauschmaschine? Die Gehirnaustauschmaschine. Ja? Sie war hier, ich schwör's. Das reicht, Mr. Lovitch. Ihren Professor sexuell belästigen. Meine Versuchsobjekte belästigen. Geschichten über eine Gehirnaustauschmaschine erfinden. Ich gebe Ihnen eine dreifache 6-. Sie werden hier nie einen Abschluss kriegen. Armer Larry. Haben wir schon wieder nicht geschafft, ey. Oh Mann. Das wird ja irgendwie nie was. Aber ich denke, wir dürften bald mal fertig sein. Hoffentlich zumindest. Oh wow, was war das denn für ein Lag? Was haben wir denn gekriegt? Affensperma? Glaube ich. Ja. Supergeil. Ich will das eigentlich nicht mehr machen, um ehrlich zu sein. Weil ich glaube, sie war das mit diesem ganzen Ich-muss-verteilen-Dreck-Scheiße. Habe ich eigentlich nicht so die Lust drauf. Geh doch hier raus. Den Ladebildschirm kenne ich aber schon, glaube ich. Ich meine ja, ich weiß es aber nicht.
Ach, wisst ihr was? Ich kaufe mir jetzt alles hiervon. Ich weiß zwar nicht, wo wir uns das alles angucken können. Aber ich werde die Dinger ja sonst eh nie los. Hier steht, dass du die Juni 84 Ausgabe von Arschgasmus hast, die April 93 Ausgabe von Obenrum heftig, die Sonderausgabe. Ich gucke jetzt einfach überall rum, wo ich noch Leute finde, wo ich was mit geheimen Marken kaufen kann. Weil das mit Charlotte oder Charlotte, keine Ahnung, wie man sie aussprechen mag, habe ich eigentlich keine Lust zu, weil ich glaube echt, das ist das, was ich nicht kann, dieses zwischen den Reihen Sachen herwerfen. Ich glaube einfach nicht, dass ich das hinkriege, deswegen möchte ich es ungern ausprobieren. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal ein bisschen uns um, wo wir vielleicht noch ein paar von diesen Typen finden, wo wir dann vielleicht noch was kaufen können. Es ist einfach mal so ein Schwachsinnspart, wo nicht sonderlich viel passiert, was zur Story beitragen wird. Höchstwahrscheinlich. Ich könnte jetzt ein Burrito essen. Hier scheint... Na. Keiner zu sein, dann gehen wir mal hier lang. Und gucken einfach mal, ob wir diese Ladescreene zum Beispiel auch bekommen, weil jetzt, da ich durch das ganze Ding nochmal gehe, kann es ja gut möglich sein, dass wir die jetzt bekommen. Denke ich. Zumindest. Wer weiß. Wir werden es sehen. So. Da ist noch ein Automat. Weil ich glaube, bei den Automaten ist es nur mit Geld, ne? Leider schon. Da ist noch einer. So. Du möchtest nur spielen? Dann gehen wir mal ab zur hübschen Straße. Ob da vielleicht auch noch einer ist. Denn ich wüsste sonst nichts, was ich mit denen anfangen sollte. Also vielleicht haben wir Glück und kriegen die Ladebildschirme oder was auch immer, was man da bekommen soll. Ich habe das ja noch nie wirklich verstanden. Ja, werden wir mal sehen. Vielleicht ist hier ja noch was. Hallo Beatrice. Los, lad schneller. Oh, es ist so warm. Viel zu warm. Hör auf zu laggen, bitte. Ich weiß nicht, warum der jetzt manchmal ab und zu laggt. Vielleicht macht mein Laptop zwischendurch mal was. Ich weiß es nicht. Hast du Rokos Karre gesehen? Die Schleuder ist schnell. Gibt Gummi im zweiten Gang. Das interessiert mich aber nicht. Tut mir leid. Hey, du. Ahoo! Schöner Tag. Na, wer hätte das gedacht? Sie ist verschlossen. Als ob du da nicht drüber gehen könntest oder so. Ich weiß nicht, wie ich für meine Kunstmaterialien zahlen soll. Hier scheint dann auch nichts mehr zu sein. Ja, zu der da. Charlotte, keine Ahnung. Das ist das, was wir noch machen müssen, wo ich aber glaube, halt, wie gesagt, dass man da diese Sachen mit den zwischen den Reihen werfen muss. Und wie ihr das mittlerweile gemerkt haben solltet, kann ich das nicht wirklich und ich mag es auch nicht wirklich. Deswegen wäre es ein bisschen blöd, wenn wir das wirklich noch machen müssten. Nun, lauf doch mal.
Hier ist auch nichts mehr. Gehen wir halt wieder zu den Zentralcampus und haben Barbara Joe Bimbo. Ich kann mich zum Beispiel nicht daran entsinnen, dass wir die mal hatten. Kann ich wirklich nicht. War vielleicht ganz am Anfang, ich weiß es nicht. Ich erzähle dir meine Frau. Hi Uma, zu dir kommen wir gleich. Ich mache jetzt einfach mal einen Save hier. Falscher Knopf. Und gucke, ob ich das schaffe. Weil wenn nicht, dann will ich nicht unbedingt überflüssigen Selbstvertrauen verlieren. Gucken wir einfach mal, wa? Es wird Zeit, eine Rollstuhlrampe zu ihren Herzen zu bauen. Etwas ziviler Ungehorsam sollte Wunder wirken. Kommt schon, Leute, es sind Flugblätter. Herrgott, nehmt doch eins. Was zum Teufel ist mit euch los? Gibt es auf diesem Campus irgendjemand, der sich für irgendwas interessiert? Entschuldigung, möchtest du die Wale retten? Wie wär's, wir gehen zu mir und du hilfst mir, Willi zu befreien? Oh Mann, immer einen lockeren Spruch parat. Wie heißt du denn, Baby? Mein Name geht dich gar nichts an und dein Spott ist weder angebracht noch... Tut mir leid, Fräulein, aber ich muss Sie leider bitten, diesen Platz sofort zu verlassen. Bisa, die Dame und ich diskutieren gerade, okay? Spar dir deine Frechheiten für zu Hause auf, Lovett. Mit dir befasse ich mich gleich. Fräulein, ich habe strikte Anweisungen vom stellvertretenden Dekan, diese Versammlung zu beenden. Wir gehen erst, wenn Professor Robensinito sich bereit erklärt, an einem offenen Forum mit den Studenten gegen die unethische Behandlung von Tieren teilzunehmen. Diese hey, Einrichtung... Hey, Beezer! Heilige Mutter Gottes. Stimmt genau, Beezer. Notfall 1139, Flitze auf dem Campus. Oh, dein Arsch gehört mir, Lovett. Keiner macht sich über die öffentliche Sicherheit auf dem Campus lustig. Ich führe jetzt dort hier eine Festnahme durch. Entschuldigung, wie war das? Ich konnte dich nicht hören. Das Geräusch meiner Eier, die für alle gut sichtbar, sanft in der Brise baumeln, war zu laut. Ich sehe, dass du hinstarrst, aber mach nur. Es gibt nichts, wofür man sich schämen müsste. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ach, komm schon, natürlich weißt es. Hier, guck mal, ich schüttel gern mein Ding. Ich schüttel gern mein Ding. Gefällt dir mein Ding-Ding? Hör sofort! Ich werde nicht zulassen, dass du mich hier lächerlich machst. Leg mir Handschellen an und ich krieg vor allen Leuten einen Steifen. Ich schwöre, ich mach's. Du bluffst doch nur. Wirklich? Es gibt nur einen Weg, es rauszufinden, Zuckerschnecke. Woo! Habe ich da etwa einen Halbsteifen? Oder spielt mir nur der Wind einen Streich? Ich weiß nicht, was du hier vorhast, Lovett, aber das wird ein Nachspiel haben. Ich komme wieder. Das war unglaublich. Oh Mann. Du warst wirklich bereit, für meine Überzeugung in den Knast zu gehen. Oh mein Gott, schau dir die ganzen Leute an. Schnell, nimm ein paar Flugblätter und verteile sie, bevor alle gehen. Das ist echt super. Sehr genial. Hätte ich nicht erwartet, dass er einfach mal einen auf Flitzer macht. Sehr schön. Wie ich mich kenne, ups, falscher Knopf,